Hallo und herzlich willkommen zurück auf unserem Kanal. Ich bin die Lara, das ist die Claudi. Wir sind beide Dozentinnen an der KNS und haben euch heute ein ganz neues Tutorial zu unserem neuen Flashmob mit diesen kleinen Trainingsgeräten mitgebracht, mit den sogenannten Brazils von Togo. Hast du noch keine, dann findest du einen Link zu den Produkten in der Videobeschreibung. Und brauchst du vielleicht schon die getanzte Version, dann findest du das getanzte Video hier oben. Lass uns gleich loslegen. Wir schließen die Füße. Wir haben insgesamt 4 Teile. Wir starten natürlich mit Teil 1. Teil 1 geht vor und zurück und wir starten mit einem Nachstellschritt nach vorne und wir legen los mit dem linken Fuß. 7, 8 und vor, Wechsel. Anderer Fuß, vor und vor. Okay, dann steigst du nach hinten mit deinem linken Fuß, dein rechtes Knie kommt nach oben und du hast zweimal mit dem Brazils nach unten. Einmal Fuß absetzen, Wechsel, linkes Knie nach oben, Arme hoch wie so eine Scherbewegung. Jawohl, perfekt, letztes Mal. Und dann lass uns noch ein bisschen schneller machen. 5, 6, komm nach vorn. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, geh zurück. Rechtes Knie, hopp, hopp, linkes Knie, hopp, hopp, rechts und links. Jawohl. Schau, dass die Arme hier schön lang bleiben, Schultern tief. Und dann versuch so richtig den Sand in deinen Brazils zum Shaken zu bringen. Okay, ich würde sagen, letzte Runde. Schließ nochmal die Füße. 5, 6, komm nach vorn. Und links tam tam, rechts tam tam, links tam tam. Geh zurück, rechtes Knie, linkes Knie, rechtes Knie, letztes Mal. Sehr gut. Teil 1 schon geschafft. Danach springst du auf und wir haben einen Shimmy nach links. Jetzt rechts und links im Wechsel. Dann andere Seite. Shimmy, Shimmy, Shimmy. Noch einmal nach links. Dann spring zusammen, Füße zu und Arme diagonal nach oben. Gleich nochmal. 7, 8. Links, rechts, letztes Mal und spring schließ. Nochmal. Links und rechts und links. Schließ die Füße und Arme hoch. Super. Teil 2 auch schon geschafft. Bei Teil 3 geht es um Rumpfkraft. Wir wollen die Balance auf einem Bein finden. Dazu nimmst du einmal dein ganzes Gewicht auf den linken Fuß. Der linke Arm kommt lang raus und den rechten Arm lässt du hier einfach locker hängen. Schau, dass dein Standbein ein bisschen geborgt bleibt und dass du den rechten Fuß schön Flexzehen anziehst für mehr Stabilität und Aktivität. Dann versuch mal den linken Arm zu shaken. Schau, dass wieder deine Schulter unten bleibt, der Nacken schön lang. Super. Dann hol dein rechtes Knie mal nach vorne und die Ellbogen kommen ran an den Oberkörper und hier darfst du wieder rechts und links im Wechsel shaken. Genau, Bauchnabel zieht zur Wirbelsäule, bleib schön aufrecht, Schultern zurück, Brustbein anheben. Und dann wechseln wir natürlich auf die andere Seite. Dieses Mal finde deine Balance auf deinem rechten Bein. Genau, rechter Arm zieht lang zur Seite. Und wenn du deine Balance gefunden hast, wieder shake, shake, shake. Genau, schau, dass du den Arm nicht durch, also nicht überstreckst, sondern leicht anwinkelst. Und dann nimmst du dein linkes Knie wieder vor. Und beide Arme dürfen wieder im Wechsel shaken. Perfekt, lass uns das nochmal versuchen. Bisschen schneller, du hast für jede Bewegung eine 8 Zeit. 5, 6, jetzt geht's los. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, Wechsel. Jetzt 1, 2, 3, 4, Schultern schön tief, Wechsel. Jetzt 1, 2, 3, 4, linken Fuß schön flex und Knie hoch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und Pause. Gerne zwischendrin immer mal wieder alles auslockern. Super, dann kommen wir schon zu unserem letzten Part. Da drehst du dich im Kreis. Stell dir vor, du stehst auf einem Roller und du schiebst dich immer an mit deinem linken Fuß. 4-mal und während du dich anschiebst, drehst du dich im Kreis. Wir starten und drehen rechts herum. Während du drehst, darfst du oben Party machen mit deinem Brazils und schön shaken. Probieren wir mal. 7, 8 und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich hoffe, du bist angekommen. Danach folgt ein V-Step. Also stell dir ein V am Boden vor und du steigst jeweils immer in die Ecken. Starte mal nur mit den Füßen. 7, 8. Auf, zu, zu. Beim zweiten Mal springen wir und jump. Nochmal. Auf, zu, zu. Beim zweiten Mal springen. Super, letztes Mal nur die Füße. Zu, zu. Spring zurück. Perfekt. Lass uns zu den Armen kommen. Genau, die Brazils liegen ganz locker in deinen Händen und du shakest mal die Brazils rück, rück, kreuz, kreuz, rück, rück,
Kreuz, Kreuz, genau. Wenn du vorne kreuzt, schau, dass du dich nicht rund machst, sondern hier wieder groß, stolz und schön bleibst. Perfekt, auf, bisschen schneller, auf, kreuz, kreuz, letztes Mal. Super, wir kombinieren Beine mit dem Oberkörper. 5, 6, V-Step, here we go. 1, 2, beim zweiten Mal, denk dran, spring. Jawohl, nochmal, auf, zweites Mal spring. Okay, letzte Runde. Und spring zurück. Super, lass uns das mal kombinieren mit der Drehung. Ja, erinner dich wieder dran, du stehst auf dem Roller, schiebst dich an, 4-mal insgesamt. 5, 6, Party, los geht's. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, V-Step, here we go. Auf, zu, spring zurück, dreh dich nochmal im Kreis. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und öffne, schließ, spring zurück. Sehr gut. Das war auch schon unser letzter Teil. Wenn du jetzt alles einmal mit Musik machen möchtest, dann klick einfach auf den Link hier oben drauf und dann wünschen wir dir ganz viel Spaß beim Tanzen.